Hallihallo und willkommen zurück zu Elite Dangerous. Ja, machen wir uns dann einfach mal weiter auf den Moment. Sache Klemme, unglaublich. Auf den Weg. Wir haben noch, ihr merkt schon, ich bin wieder top vorbereitet. Noch 4 Sprünge zum nächsten AAA-System. Momentan sind wir lediglich beim T-Tauri-Stern, glaube ich. Also recht unspektakulär, auch nur ein Gasriese dabei. Müsste man nicht gesehen haben. Ja, gucken wir mal, was man so finde. Was gibt es sonst Neues? Aus dem Elite-Universum wüsste ich jetzt nichts. Ich hätte jetzt keine Neuigkeiten gelesen. Das aktuellste, sondern wahrscheinlich bestimmt schon mitgekriegt, was so Cop-related ist. Die Ankündigung von neuer Nvidia-Grafikkarte. Also wer schon die Heizung braucht und genug Geld hat, kann sich die neue 3800 oder 3090 holen. Die 3090, genau, das ist die, wenn er 1500 Euro oder Dollar zu viel hat, wenn die Heizung braucht. Wieso eigentlich nicht? Ist schon verrückt. Moment, wir sind hier schon durch. Wir sind hier schon durch. Okay, das ging ja schnell. Ja, ich müsste auch mal gucken. Irgendwann müsste ich meinen Rechner auch mal updaten. Ja, irgendwie nur gar kein. Ja, weiß nicht, ich wüsste jetzt gar nicht mit was. Doch, eigentlich schon, aber ist jetzt auch schon wieder 5 oder 6 Jahre, also jetzt schon alt. Okay, gut, die Grafik halt jetzt nicht. Da habe ich noch eine 1060 drin. Die hörte ich irgendwie, ist auch schon ein paar Jahre her, wo ich die mal gebaut habe. Wäre schon irgendwie so eine Sache. Ja, mal gucken. Könnte man vielleicht nächstes Jahr irgendwann mal. Das auch nichts gibt es ja nicht. Könnte man eventuell nächstes Jahr mal ins Auge fassen. Mal schauen. Aber die größere Frage, beziehungsweise was für Hardware, das kriegt man relativ schnell raus, so was aktuell beste Preis-Leistung hat. Okay, bei Grafikkarte könnten wir noch ein bisschen länger dauern. Die weit größere Frage, die ich mir dann stellen würde, wäre natürlich, auf welche Distro wechsle ich? Weil ich will ja auf jeden Fall bei Linux bleiben. Gar keine Frage, Windows brauche ich nicht, kann ich nichts mit anfangen. Will ich auch gar nicht. bei was war Distro? Ich würde hier gerne bei Xubuntu bleiben. Bloß mit der 20er-Version 2004, was die sich da geleistet haben, mit den Snap-Packages. Ich mag die Snap-Packages nicht. Das ist so. Ah. Geht gar nicht. Geht nur in Ausnahmefällen, sagen wir es mal so. Ansonsten habe ich lieber die apt-Paketverwaltung. Oh! Wir haben einen neuen Rekord. Hi, hallo. Und zwar bei diesem B-Stein, der hier so allein im System ist. Und zwar, das ist mein kleinster. Mit 2,17 Sonnenmasse und die Glanztemperatur. Die niedrigste. Mit 1010 Kelvin. Cool. Mo Rekord nach unten. Das ist doch auch nicht schlecht. Ja, mit den Distros, um da wieder zurückzukommen. Linux Mint wäre dann wieder, war ich ja schon mal, war aber mit Spiele immer ein bisschen problematisch. Also mit Xubuntu habe ich irgendwie fast keine Probleme. Wenn das Spiel nicht gerade an sich einen Bug hat. Bei StarCrawlers. Mint war ab und zu ein bisschen zickig. Vor allem die Spiele von Pharah, so XCOM und so, war manchmal ein bisschen komisch. Absturz geneigt. Na, Ubuntu eigentlich nicht. Ist auch schon entdeckt. Verdammt. Ah, Mint hat eine Vorteil. Eine neue Version sind die halt komplett von den Snap-Packages weg. Ansonsten gucken wir mal schnell. Lopolo. Zumindest mal ein neuer Name. Wolf-Rayet-Stern. 82 Sonnenmasse. Okay. Moment. Ist ja schon
Konzentrieren müssen wir hin. Hier. Happiger E-Stern, cool, denn da packen wir auf jeden Fall noch. Genau, ja, Mint wäre so Sache, müssen wir halt mal Testlauf machen, wie es mittlerweile läuft. Mancharo will ich eigentlich nicht, weil diese Paketverhandlung von Mancharo, das sagt man so gar nicht so, diese. Ach, keine Ahnung. Ich bin eher so, ja, mit Debian-System kenne ich mich noch so am besten aus. Insofern wäre halt eventuell auch die Überlegung, ziehst du halt selbst ein Debian-System hoch. Why not? Dann kann man ja alles, was man braucht, dazu installieren. Ja, das wird nur so Sache, keine Ahnung. Müsste ich dann auch mal gucken. Also das mache ich aber wahrscheinlich erst, wenn ich einen neuen Rechner kriege. Solange ist die 1804 zu Ubuntu noch okay. Komme ich gut damit zurecht. Passt. Muss mal gucken, wie lange das überhaupt unterstützt wird. Das sind noch ein paar Jahre, insofern alles erstmal safe. Ja, das alles zu seiner Zeit. Jetzt gucken wir mal erst mal. Jetzt gucken wir erst mal, was wir hier noch finden. Eventuell, Moment, war das war 200 paar 20 Lichtjahre oder so. Das wäre 4 Sprünge. Das sollten wir eigentlich so schaffen. Wir sind relativ gut in der Zeit. Was bist denn du? Tetauri-Stern. Eventuell sollte ich mal gucken, was ich alles in der Routenplanung drin habe. Ich glaube nur Tetauri B und O. Weil zwei Sprünge müssten mir tanken. Endsprung packen wir noch und dann mit dem nächsten Sprung würde ich gerne oder müsste ich dann bei was Tankbares kommen, weil ansonsten wäre es doof. Das wäre sogar sehr doof, weil ich glaube, die Fuelrads, die brauche ein bisschen, bis sie hierher kommen. Aber nö, so weit lassen wir es natürlich nicht kommen. Genau, was ich eigentlich noch erzählen wollte, das habe ich wieder komplett vergessen. Ich habe irgendwie voll das witzige, was jetzt witzige, teilweise nee, sehr interessante Video eigentlich geguckt. Auf YouTube wurde mal gerade so bei der Empfehlung angezeigt, wo so eine Physikprofessorin, glaube ich, die Gravitation erklärt hat. Und zwar 5 verschiedene Personen. Immer ein Kind, dann ein Teenager, einem, was war das, Studentin, wo er schon angefangen hat, ein Doktorand und eine Experte. Auf den Levels haben sie über Gravitation geredet. Das war sehr interessant. Man kommt noch relativ gut mit, also bei dem Doktorand, das war auch noch relativ klar, was die erzählt haben. Und dann hat man gemerkt, wie sie halt, gucken wir kurz das mal hier an. Oho, das ist jetzt nicht das, was ich bei Tetauri. Wow. Das ist wirklich nicht das, was ich beim Tetauri-Stern erwartet hätte. Guck ich das mal an. Ein terraformierbarer Planet und mit Tetauri-Stern. Wow. 66. eventuell ist das ungesund, wenn das Ding noch wächst und. Nee, cool. Wer? Ja, der ist es, gell? Genau. 4. Seiten doch noch auf dem Weg. Das müssen wir natürlich. Da bleibt nur die 2 auf dem Weg. Nehmen wir natürlich mit. 2 und 4. Sehr gut. Genau. Die, genau, die Professorin, die es halt erklärt hat. Also bis zu dem Doktorand, wenn ich richtig mich entsinne, ist man noch relativ gut mitkommen. Und bis dahin war es eigentlich auch eher, sie hat eine Sache erklärt, wo sie auch noch nicht wusste. Dann war der Experte da und dann hast du gemerkt, das war dann keine, das war dann quasi kein Unterricht mehr, so Unterrichtsart. Also wieder das falsche Wort. Also es war dann wieder kein Vortrag, es war dann eher eine Unterhaltung, boah, weil da haben sich halt zwei Geber geguckt, die gleich viel Ahnung hatte und haben halt über das Thema Gravitation geredet. Und das war irgendwann in der Mitte bin ich komplett ausgestiegen.
oder noch nimmer in der Mitte, wo sie dann angefangen haben mit der Theorie vom holographischen Universum. Du hast bei mir dann komplett ausgesetzt. Ja, nicht komplett, nee, komplett ist das falsche Wort, nicht komplett ausgesetzt. Es hat ganz schön gehakt. Und irgendwann bin ich trotzdem ausgestiegen, klar, logischerweise. Hab das ja auch nicht, bei weitem nicht studiert oder so. War aber ziemlich interessant und die Theorie ist ja echt, krank. Am meisten hat mich so das beeindruckt, was die dann gesagt hat. So gut, ich das wieder zurückübersetze, weil das war halt ganz so auf Englisch. Dass quasi die, wie sie halt so, also sie haben schon versucht, die Gravitation in der Hinsicht so zu erklären, dass es auch ein Normalsterblicher verstehen kann. Also es war jetzt bei weitem nicht mit Formel vollgestoppt, war gar keine Formel drin oder so. Also sie haben es versucht, zumindest noch einigermaßen verständlich zu erklären. Es ist halt ein höllisch kompliziertes Thema, finde ich. Also wenn das so in die Stringtheorie geht, das ist nicht gerade so das Simpelste. Oder wollte ich jetzt raus? Genau. Was die hat dann gesagt hat, dass mit dem Prinzip, wo es darum geht, wäre, das ist quasi sowas wie Temperatur. Kennt man ja, draußen ist 20 Grad, keine Ahnung, sowas. Dass es Temperatur in dem Sinne gar nicht gibt. Dass das für uns quasi nur mir fällt das Wort gerade nicht in. Dass es für uns nur eine Illusion, sage ich einfach mal, ist. Und dass sich nämlich das, was Temperatur ist, eigentlich komplett mit quantenmechanischen Effekten erklären lässt. Kann man sich hier, da muss ich mal, wie sie das gesagt hat, muss ich sie erstmal das Video stoppen und muss sie erstmal mein Gedanke ansatzweise sortieren, weil ein kleiner Teil hat in meinem Gehirn gesagt, ja klar, und der größere Teil, what the fuck? Was irgendwie ganz seltsam. Und ja, die bezieht sich halt darauf, dass halt, ja, bei 0 Kelvin gibt es halt keine Bewegung, wenn du es so willst, um die Moleküle. Ich drücke das jetzt wahrscheinlich falsch aus, alle keine Experte, aber bei 0 Kelvin hast du halt keine Bewegung. Und je heißer du was machst, desto mehr Bewegung ist hier in dem System drin. Also die Entropie steigt dann auch immer. Moment, jetzt müssen wir woanders steigen. Genau. Verlabere ich mich wieder. Und insofern bin ich da schon ein bisschen mitgegangen, weil, ja, wenn es halt je wärmer es ist, desto mehr Bewegung. Quasi so konnte ich mir das jetzt erklären. Die quantenmechanische Effekte. Also es ist nicht Bewegung an sich halt. Ich hoffe, es kommt so ungefähr rüber, weil ich war da total verblüfft. Und dann haben sie halt versucht zu erklären, dass eventuell, aber das wäre es mal halt noch nicht, sind momentan nur Theorie, schon wieder die Theorie dann, okay, dass Gravitation eventuell so ähnlich sein könnte. Also jetzt weg von der Ebene, was Einstein gesagt hat, dass das die Krümmung vom Raum ist, sondern eher dass Gravitation, du wolltest darauf raus, dass das eher eine Illusion für uns ist, die aber, wenn man genau hinguckt, auf quantenmechanische Effekte basiert. Und das ist halt, so wie ich das verstanden habe, so eine Theorie, wo das hinführen könnte, wenn man die Theorie schon komplett hätte. Und das fand ich halt total wow. Wobei, das ist halt, das ist jetzt nur der Endeffekt, was dabei halt rauskommen würde. Weil ansonsten, wer sich interessiert, das holographische Universum, kann man ruhig mal googlen. Ich habe halt, da gibt es im Internet so freier Text von Spektrum, von der Zeitschrift Spektrum der Wissenschaft, über das Thema. Und ich bin nicht bis zur Hälfte gekommen, dann hat's dann bin ich ausgestiegen. Dann war mir das zu hoch. Das war dann total irgendwie. Dann bin ich bei ein paar Sachen gekommen, wo ich, die ich überhaupt nicht mehr verstanden habe.
die irgendwie, ich weiß gar nicht, ich kann es gar nicht sagen, das ist mir alles zu hoch. So irgendwie, was war das? Was ist doch der zweite Grundsatz von der Thermodynamik? Die Entropie in einem geschlossenen System bleibt entweder gleich oder nimmt zu. Und dann sind die irgendwie neuer auf so, haben so irgendwas geschrieben, dass Entropie aus dem Raum außerhalb vom schwarzen Loch raushole, quasi wenn was in das schwarze Loch hinfällt, aber ich gehe nicht, Moment, dann hole ich doch Entropie aus dem System raus, da wäre das doch weniger. Und das war so ein Punkt, da habe ich es nämlich nie verstanden. Also ist sehr, finde ich, ist richtig interessant, das Thema. Nur bis zu einem bestimmten Grad setzt bei mir einfach aus. Genau wie, was war das Buch? Ach, das vom Stephen Hawking, das, was war denn das erste? Also nicht das Universum in der Nussschale. Das erste populäre Buch von dem, wo der geschrieben wird. Komm ich gar nicht mehr drauf. Das war also ein Buch, das musste ich mir dreimal durchlesen und ich hatte immer noch ein paar Punkte, die ich nicht verstanden habe. Das ist schon irgendwie. Ist schon irgendwie heavy. Aber wie gesagt, voll super interessant. Und dann, ja, ich weiß nicht, wie es mit euch ist. Also ich lese so populärwissenschaftliche Bücher. Lese ich gerne. Mein Liebstes, das war. Okay, das ist schon uralt. Das ist, glaube ich, aus Ende der 80er oder Anfang der 90er vom. Das heißt der gefrorene Stern. Irgendwie Greenstein oder sowas. Das ist natürlich. Klar, das ist schon ein bisschen älter, teilweise überholt, aber der hat das Ganze richtig geil erklärt. Der hat so richtig schöne, greifbare, verständliche Beispiele, was zum Beispiel passiert, wenn die Sonne zum schwarzen Loch werden würde. Also nur Gedankenspielerei. Das ist in dem Buch auch völlig klar, das kann nicht passieren, die würde, weil es als Zwerg wäre. Aber was würde denn passieren? Oder hat er sogar beschrieben, so, weil es ein Zwerg wäre. Ich weiß auf jeden Fall. Super geil geschrieben und absolut komplett verständlich. Das war richtig geil. Das Buch, wo auch so ein bisschen berichtet wird, wie die erste Pulsar entdeckt wurde, ist die, ich kann die ihre Vorname nicht aussprechen, Jocelyn Bell. Ich hoffe, das ist irgendwie einigermaßen korrekt, so Vorname Jocelyn, irgendwie sowas, die so Doktorandin oder was es war. Die halt auch maßgeblich daran beteiligt war, an dem, wo er beschrieben hat, wie das Radioteleskop überhaupt aufgebaut wurde, ist, was sie da alles gemacht haben. Das ist schon irgendwie richtig cool auch. Total interessant. Und sind wir jetzt? Achso, wir sind jetzt schon bei dem Herbiger E-Stern, das auch schon entdeckt. Ach Mist, verdammte Axt. Das war so ein richtig schönes Buch, das hat mir super gefallen. Ich weiß nicht, wie oft ich das gelesen habe. Vor allem, weil es so wirklich schön greifbare Beschreibungen hat. Auch wenn wahrscheinlich, hallo Polo wieder, auch wenn manches nicht so ganz akkurat ist. Ja. Ende 50 Sonnenmasse. Okay. Und hier ist noch ein O-Stern dabei mit 80 Sonnenmasse. Mhm. Na egal, RBKE, da müssen wir doch ein Bild machen. Zumindest damit wir potenzielle Thumbnail haben. Oh, und weiter geht die Reise. Wir gucken mal, ob man irgendwas finde. Genau, dann um zum Thema Buch dann zurückzukommen, um es abzuschließen, was noch relativ cool war, aber auch wieder so ein Buch, wo ich bei diversen Punkten einfach, wo es einfach nur ausgesetzt hat und ja, interessant, das ist das elegante Universum von, wie heißt da, Brian Greene? Brian? Auf jeden Fall Greene, glaube ich, wo es halt auch so um die Stringtheorie geht. Auch höllisch interessant, aber auch teilweise, okay. Und bei einem Buch bin ich komplett ausgestiegen. Das habe ich dann immer komplett fertig gelesen. Ich weiß nicht mehr den Titel, um was es geht. Es ging um die, also wie gesagt, auch Populärwissenschaft, dieses Buch. Also ich bin weit davon entfernt, von Physik nur ansatzweise Ahnung zu haben.
Da ging es um die Quantenmechanik. Auch populärwissenschaftliches Buch, angeblich gut verständlich, aber nicht für mich. Nicht für mich. Das war irgendwie, das ist irgendwie so gar nicht bei mich kommen. Ich weiß auch nicht. Bist du irgendwie besonders oder habe ich mich da verguckt? Also ich bewundere die Leute, die von Quantenmechanik Ahnung haben. Das ist mir völlig unbegreiflich, wie man sich das irgendwie, wie man da überhaupt drauf kommen kann. Das ist schon. Das ist genauso faszinierend wie, dass hier jetzt die Sterndichte gucken. Echt das mal an, ey. Wir sind hier gerade mal 75 Lichtjahre entfernt. Ah, okay, cool. Wir sind schon auf 120 Lichtjahre runtergekommen. Also noch 120 über der Ebene. Das wird es natürlich erklären. Gut, hier in der Nähe ist nichts. Dann können wir auf die Karte umstellen. Dann müssen wir nämlich gucken, wo soll es denn hingehen. Zu dir. Ach, der ist auch direkt in der Nähe. Ich mach mal A-Stern dabei. So. Coole Sache. Aber ich würde sagen, Sprünge haben wir dann drei. Nö, gucken wir uns dann vielleicht das nächste Morgen, vielleicht springe ich aber auch noch so hin. Ja, ich denke, wir können die Episode auch schon beenden. Man muss es ja nicht immer übertreiben, denke ich. Und dann, genau, würde ich sagen, nur ein bisschen dumm und ohne Ahnung über Themen gelabert, über die man keine Ahnung hat. Aber die halt so faszinierend sind. Ich kann es ja auch nicht. Ich kann es ja auch nicht ändern. Ich muss die Artikel einfach lesen, auch wenn es irgendwann Klick macht und ich am Punkt bin, wo es nicht mehr geht. Aber das ist völlig okay. Das ist völlig okay. Ich kann damit leben. Okay. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch auf jeden Fall was und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Bye bye.